jemals wieder wird geben. Vor 35 Jahren haben sie sich als Trio aufgelöst. Vor 9 Jahren sind sie zum letzten Mal an einer Fernsehshow auftreten. Heute machen sie es noch einmal. Da bei Hello Again in Originalbesetzung. Genau wie damals. Sie sind das erfolgreichste Trio der Schweiz. Ihre Lieder begleiten Generationen. Mi chiamo Su. Je m'appelle Marc. Und ich heiße Peter. Am Anfang stehen Folksongs im Vordergrund. Stimmgewaltig und mitten ins Herz. Der Marcel, der spielt Schlagzeug oder hat Schlagzeug gespielt, jetzt noch ein bisschen weniger weg. Singen und Susi und ich haben beide 4 Stunden gehabt. Die Mehrsprachigkeit ihrer Songs macht sie im ganzen Land beliebt. Und auch in Europa bekannt, als sie 1971 zum ersten Mal die Schweiz am Eurosong Festival vertreten. Platz 12 in Dublin. 5 Jahre später singen sie erneut für unser Land. Also wir würden uns freuen, wenn wir unter der, in der ersten Hälfte wären. Dies gelingt mit Jumbo Jumbo, Platz 4 und der endgültige Durchbruch. Im gleichen Jahr entsteht auch das erfolgreichste Lied des Trios, Cindy. Peter, Sue und Marc liefern einen Hit nach dem anderen. Ein Hit machen nicht mehr, sondern das Publikum macht einen Hit. Mit Io Senza Te belegen sie ein weiteres Mal einen Spitzenplatz am Eurovisionsfestival. Wie ihr ja wisst, könnte es ja sein, dass wir irgendwann mal aufhören. Auf dem Höhepunkt löst sich das Trio 1981 auf. Ihre Musik ist Schweizer Liedgut, Melodien für die Ewigkeit. Mit dem Musical Io Senza Te haben sich die drei ein Denkmal gesetzt. Peter, Sue und Marc. Eine einzigartige Schweizer Erfolgsgeschichte. His eyes have seen so
camminiamo un po' sulla sabbia pesta, chiacchieriamo un po'. Ho sbagliato io, hai sbagliato tu, quel che è stato, non parliamone più. Io senza te, auf der grossen Bühne.